Lassen Sie mich Herrn Kistner fragen, die Türkei ist das Haupttransitland für Flüchtlinge, hat 2 Millionen Flüchtlinge, glaube ich, überschlagsmäßig, 2,2 Millionen beherbergt. Wie sehr sind wir dadurch erpressbar? Wir sind selbstverständlich erpressbar. Wir erleben ja zurzeit die Rückkehr der Realpolitik und der Interessenpolitik. Wir dachten immer, und auch die Kohorte, sage ich jetzt mal, von Frau Roth war da vielleicht nicht ganz unbeteiligt daran, dass sich also Frau Merkel. Ja, mittlerweile ist es vermutlich ihre Seite, genau. Man dachte immer, dass man mit guten Worten, guten Willen und einer frommen Denkungsart die Konflikte der Welt aus der Welt bringen kann. Und das geht eben nicht. Und warum haben wir momentan solche Probleme, auch mit der Grenzsicherung in der Türkei? Weil wir in Deutschland grundgesetzwidrig nicht mehr kontrollieren, wer zu uns kommt. Weil wir grundgesetzwidrig die sichere Herkunftsregel ausgesetzt haben. Weil wir grundgesetzwidrig nicht mehr sagen, wer aus einem Mitgliedsland der Europäischen Gemeinschaft kommt, hat hier kein Asylrecht. Und ich glaube, dieser fortgesetzte Grundgesetzbruch durch die Administration Merkel führt erst dazu, dass am Ende der Nahrungskette, in Anführungszeichen, die Türken dann für uns gewissermaßen die Drecksarbeit machen müssen. Aber ich sehe eine der Fluchtursachen, die man bekämpfen muss, auch in dieser unvernünftigen Flüchtlings- und Asylpolitik von Frau Merkel. Wenn wir immer sagen, Fluchtursachen bekämpfen, klingt es manchmal so, als müssten wir warten, bis der ewige Weltfrieden eingetreten ist, bis Herr Steinmeier vielleicht auch noch den Nahostkonflikt befriedet hat. Und dann können wir dazu gehen, mal zu schauen, wer sich überhaupt in unserem Land aufhält. Ich glaube, das muss parallel gehen. Wir müssen auch die Binnengrenzen kontrollieren. Wir müssen die Einwanderung begrenzen. Und wir müssen leider Gottes also auch mit einigen... Also ist der Widerspruch garantiert? Kontrollieren heißt also Zäune um Deutschland? Ja. Zäune und Deutschland heißt immer, wird immer als Gegentotschlagargument gebracht. Ich höre von der Bundespolizei, dass es möglich sei, die deutsche Grenze zu sichern. Er bestätigt das auch. Frau Merkel will das nicht. Es ist eine politische Debatte und dafür plädiere ich. Ja, weil es komplett aller Idee eines gemeinsamen freien Binnenmarktes widerspricht. Und jetzt muss ich Ihnen schon mal sagen, also jetzt kommen wir nicht mehr so nah beieinander. Nicht beieinander. Also was haben Sie denn für eine Vorstellung, was in unserem Grundgesetz steht? In unserem Grundgesetz. Ich weiß genau, was drinsteht. 16a Asylrecht. Das gilt nicht für Menschen aus Europa. Ja, so ein Blödsinn. Das, entschuldigen Sie. Nein, da steht im Grundgesetz steht nicht. Im Grundgesetz steht, dass das 16a ist ein individuelles Grundrecht. Und das muss jeder. Das gehört den Menschen und es gehört nicht. Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften einreist. Das steht nicht in unserem Grundgesetz. Man muss ja das Grundgesetz noch zitieren. Also Sie behaupten jetzt, dass das Grundrecht auf Asyl, dass das Grundrecht... Darf ich jetzt mal ausreden? Wir sind zwar nicht gewohnt, aber bitte. Also jetzt wollen wir mal eine andere Diskussion. Dass das Grundrecht auf Asyl sozusagen außer Kraft gesetzt wird, wenn man jetzt behauptet, ein sicherer Herkunftsland, es gibt ja auch die Überlegung Afghanistan, dann darf jemand aus Afghanistan hier per se nicht mehr das Grundrecht für Asyl versuchen, für sich in Es wird nicht außer Kraft gesetzt, es gibt bestimmte Bedingungen, die nicht erfüllt sind, Frau. In Anspruch zu nehmen, wenn jemand aus Österreich kommt, hat er kein Asylrecht. Ob der Mensch das dann bekommt, ist was ganz anderes, aber der Mensch muss es überprüfen können. Das ist der Sinn eines individuellen Grundrechts. Und Sie als ehemaliger Verfassungsminister müssen das genau wissen. Ja, gerade für Liebe die individuelle Frau Roth, Prüfung. Nach 16a werden maximal 1,8% der Asylbewerber hier anerkannt. 1,8%. Aber lassen Sie mich jeden Fall, darf ich noch mal?